Interim-Manager erhalten durchschnittlich 5,2 Anfragen pro Jahr. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie natürlich immer nur einem Herrn auf einmal dienen können. Und das heißt im Umkehrschluss, dass 4 von 5 Anfragenden nicht den Interim-Manager bekommen, den sie gerne hätten und entweder auf einer Warteliste enden oder einen anderen Interim-Manager buchen müssen. Das zeigt die aktuelle Interim-Management-Umfrage führender Provider für das Jahr 2022-23. Ich bin Uwe Rembo, Interim Executive und spezialisiert in Restrukturierung und Vertriebsthemen. Heute erzähle ich Kunden, was sie tun können, damit sie nicht leer ausgehen, sondern den Spezialisten bekommen, den sie sich wünschen. Die aktuelle Interim Management Studie zeigt, dass die Nachfrage nach Interimsmanagement steigt. Im abgelaufenen Jahr erhielten die Kollegen durchschnittlich 5,2 Anfragen. Da ein Interim-Manager immer nur ein Mandat auf einmal annehmen kann, lässt sich daraus schließen, dass 4 von 5 Anfragern leer ausgehen. Und was tut man, wenn der Wunschkandidat nicht verfügbar ist? Völlig klar und logisch, man nimmt den Zweitbesten. Jetzt ist aber manchmal so, dass der Zweitbeste nicht genug ist. Man braucht für ein spezielles Projekt, für eine spezielle Aufgabe den Erstbesten, den Besten am Markt, den Besten, den man finden kann, den Besten, den man kennt. So, was können jetzt Unternehmen tun, die dringenden Handlungsbedarf haben und keine Zeit zu verlieren? So, hier 3 Tipps, wie Sie sich den Executive sichern können, den Sie für Ihr Projekt zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt brauchen. Erstens, sprechen Sie frühzeitig mit dem Provider Ihres Vertrauens. Auch Interim-Projekte kündigen sich nicht über Nacht an. Selbst wenn eine Notsituation im Unternehmen auftaucht, dann kündigt die sich in der Regel mit einem Vorlauf an. Fangen Sie nicht auf den letzten Drücker an zu planen, sondern sprechen Sie frühzeitig mit Ihren Partnern, denn auch im Interim-Management gilt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Zweitens, fast alle Kunden haben es eilig. Das ist normal, wer hat es heute nicht eilig? Aber dann passiert Folgendes: zwischen dem Erstgespräch der ausgewählten Kandidaten der Interim-Management-Shortlist und dem nächsten Gespräch oder der Mandatierung vergehen 16 Tage im Durchschnitt. Das ist zu lange. Das Interim-Management ist ein schnelllebiges Geschäft und in den 16 Tagen kann es Ihnen leicht passieren, dass die gewünschten Kandidaten bereits anderweitig unter Vertrag sind. Auch hier sprechen Sie mit den Leuten. Sagen Sie ihnen, wann Ihr Starthorizont dasteht, wann es losgehen soll, geben Sie Zwischenmeldungen. Und wenn es so ist, dass der Kandidat andere Angebote hat, Sie ihn aber haben möchten, und das Projekt einfach noch ein paar Wochen auf sich warten lässt, sichern Sie sich den Mann, vielleicht zahlen Sie ihm einen Retainer, der noch 4 Wochen wartet, oder Sie geben ihm ein kleineres Projekt zum Warmwerden. Normalerweise gibt es gerade, wenn Interims-Handlungsbedarf da ist, immer sehr viele Projekte und Aufgaben, mit denen ein Interimsmanager helfen kann, auch schon in der Vorbereitung für sein kommendes Mandat. Drittens, beschleunigen Sie generell Ihre Entscheidungsprozesse. Entscheidungsprozesse sind wichtig und Dinge müssen gut durchdacht werden. Wenn es aber darum geht, sich heutzutage am Personalmarkt das Talent zu sichern, das Sie brauchen, sind schnelle Entscheidungen wichtig. Gerade im Interim-Bereich kann Ihnen nicht viel passieren, denn Interimsmanager sind flexibel und wenn es nicht klappt oder wenn Sie einen anderen haben möchten, weil sich das Briefing geändert hat, können Sie kurzfristig reagieren und Interimsmanager austauschen. Die sind dann nicht böse. Wichtig ist ganz einfach, wie immer im Leben, dass man miteinander redet. Und zwar Kunde, Provider und Interimmanager. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und meistens finden die Beteiligten eine Lösung. Denn eine Lösung zu finden und das Mandat erfolgreich zu leisten, liegt im Interesse aller 3 Beteiligten. In diesem Sinne viel Erfolg für Ihr nächstes Interim-Mandat.